Trainer Peter Neururer, im Saarland ja kein Unbekannter, und Kollege Uli Sude fragt sich, wer hier über wen lacht. Vielleicht ahnte es Neururer, sein Team in den roten Trikots, mit Fußball wie aus dem Lehrbuch. Hermanns Flanke, Anatoli Muschinkas Abwehrversuch und Lothar Sippelt nach nur 9 Sekunden mit dem 1:0, das wohl schnellste Tor im bezahlten Fußball. Hannover also mit optimalem Start, ganz nach dem Geschmack der Fans. Die mussten sich bei nasskaltem Wetter erstmal warm trommeln. Die 96er weiter mit Offensivdrang, Studer und Gütschow zum 2:0, Peter Eich ohne Abwehrchance. Doch die Saarländer gaben das Spiel noch nicht verloren, hatten nach dem ersten Schock sogar ihre Chancen. Lelle, Linke, Martial und Stefan Simon mit dem Anschlusstreffer. Da war noch nicht einmal eine halbe Stunde gespielt. Homburg jetzt mit größeren Spielanteilen und der Möglichkeit zum Ausgleich. Carsten Linke. Das hätte eigentlich das 2:2 sein müssen. Ob es die gesperrten Freiler oder Schmidt besser gemacht hätten? Hannover in dieser Phase auf Konter beschränkt. Sippel wird hier von Ruoff gestoppt. Freistoß. Eine Aufgabe für Reinhold Daschner, der Mann, der gerade erst für Marco Dehne eingewechselt worden war. 3:1 aus 25 Metern. Peter Eich ärgert sich zu Recht über eine Abwehrmauer, die keine war. 3:1, der Pausenstand. Was haben Sie in Ihrer Mannschaft zur Halbzeit gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ja so viel erzählt vom Spiel, sie sollten sich selbst korrigieren, aber da ich eine Taubstummentruppe habe, muss ich wieder einiges sagen. Sude war sogar auf dem Flur noch deutlich zu hören, wurde aber trotzdem nicht verstanden. Deshalb brachte er kurz nach der Pause seinen Joker, Günther Breitzke, seit gestern Leihgabe des Wuppertaler SV. Peter Neururer, das Schlitzohr, mit guten Wünschen. An das eigene Team die Order, weiter so. Gesagt, getan, Thorsten Gütschow mit dem 4:1, 5.100 Besucher im Niedersachsenstadion im Freudentaumel. In der Zeitlupe zu sehen, Thorsten Gütschow kommt wie schon beim 2:0 ungestört zum Kopfball. Homburgs Abwehr mit falschem Stellungsspiel. Wenn's hinten schon nicht läuft, dann wenigstens Vorndruck machen, so die Homburger Devise. Carsten Linke und Stefan Simon zum 4:2. Sude atmete noch mal tief durch. Zeit für den Schlussspurt. Tobias Homp, Günther Breitzke mit Augenmaß. Und Carsten Linke endlich das Tor getroffen. Noch eine Minute war zu spielen, nur noch 4:3. Neururer fassungslos. Meine Güte, bei 4:1-Führung muss ich noch zittern. So viel wie möglich. Homburgs letzte Chance, diese Ecke. Doch obwohl Torwart Peter Eich mit nach vorn gekommen war, blieb's dabei. Der erste Sieg für Peter Neururer mit Hannover 96. Tore auswärts, das müsste normalerweise reichen, um einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Wenn man 4 Tore kriegt, dann ist es natürlich irgendwo individuelle Fehler, die wir gemacht haben, die sind bestraft worden und so kann man auswärts nicht punkten. Das Zittern kennt